Und da sind wir wieder. Haben so ein bisschen gefaulenzt, einen leckeren Kaffee getrunken. Einen trockenen Käsekuchen gegessen. War sehr lecker vom Geschmack her, aber sehr bröselig. Bröselig, ja. Guck mal. Die Viskosität war nicht gut. Der Gimbal hat. Aufgegeben. Was hat denn der hier? Was macht denn der? So, jetzt ist er wieder da. Kommen wir doch vielleicht noch ins Dunkle heute. Auf den letzten 5 Kilometern. Ja, weil du so lange gebraucht hast zum Käsekuchen essen. Ja. Ach, so lange geht's wieder. Wie sagen wir, es war aber auch ein recht großes Stück. Normalerweise sind die kleiner. Ich fand es viel zu klein. Ja! Weil das war so ziemlich das Erste, was ich heute gegessen habe. Das ist dann was anderes. Ja, außer 3 Lebkuchenherzen, so kleine. Ja. War das das Erste für mich heute. Darum freue ich mich auch schon mal auf meine Rinderrouladen. Ja, die sind ja auch immer dabei. Ja, im Auto muss ich erstmal schreiben. Wie lange brauchen wir zurück? Halbe Stunde, ja, doch 35 Minuten. Ja. Ja, nicht. Autobahn. Ja. Rechts? Gut aus. Der Ding steht rechts. Die waren da. Hier, das ist der Weg. Ne? Die waren alle. Die sind total verkehrt. Was sind sie? Die sind ganz verkehrt. Da. Tja, warum kackt denn der Gimbal jetzt immer ab hier? Wo denn jetzt hier? Unser Navigator, kaum hat er was gegessen, klappt nichts mehr. Die Richtung ging es da runter oder was? Hab ich nicht gesehen. Hier, kannst du, hier, was hier denn? Ne, da geht's, da ist es nicht. Dann sind wir auch schön im Kreis gerannt hier. Ja, ist doch nicht schlimm. Wir kriegen doch die 17 Kilometer, schaffen wir noch. Dann sind wir im Kreis rennen. Nein, aber ehrlich. Was ist hier denn? Da, Holder Schlot, Bad Iburg, da Richtung. Ja. Hast du gesagt, hier runter. Hier geht's runter. Ja, habe ich dir gesagt. Warum sind wir denn hochgegangen? Ja, das weiß ich doch nicht. Du bist der Navigator. Ich laufe dir nur hinterher. Jetzt warten wir dieses Problem auf einmal. Einmal. Es geht runter, wir müssen runter. Ja, guck mal, Alter. Siehst du? Oh Mann. Ja, Achim will nur, dass wir hier im Dunkeln rumrennen. Das ist es. Und hier gibt es nur eingeschränkten Winterdienst. Komm. Ja, okay, dann gucken wir uns halt, wie heißt das, Malepatos? Die Gaststätte nochmal an, das Café, das Restaurant. Ne, da hinten muss es runtergehen auch. Ja, hallo. Hallo. Da muss es runtergehen auch. Ja, na denn. Oder am Zaun da lang, oder was weiß ich. The Wanderers. Kennst du irgendwas, wo das Lied geht? Ja, ich krieg's jetzt auch nicht mehr auf der Reihe. Ich kenn's zwar, aber... Ich hab's im Kopf, aber ich kann's nicht singen. Ja. Das ist das Problem. So, ja. Wo wäre jetzt? Ich kann's dir nicht sagen. Ich würde mal sagen... Kann nicht sein. Kann sein, dass er hinten am Weg runter geht. Was denn? Der irre Weg hier. Mir fehlt auch schon das Licht hier für die Videos, Mensch.
Hier werden wir sterben, ich sehe schon. Ja, einmal kurz vom Weg ab und zu und glaubt ihr, wir sterben. Wir werden wieder sterben. Wir vor allen Dingen wieder. Wir werden wieder sterben. Hier ist doch ein Weg, Alter. Wie, was, wo ist denn? Weiß ich doch. Da ist ein Baum. Da kletterst du jetzt aber drunter, ne? Nee. Hallo, wie war das eben mit dem drunter, hä? Oh, wir sind wieder falsch. Ja, nee, das passt. Okay, oh, ich hab den Werwolf. Hast du gehört, den Werwolf? Der hat geschrien eben. Alter. Ich darf heute kein Alter mehr sagen. Mensch, ich darf kein Alter mehr sagen. Ich muss mir jetzt abgewöhnen. Lutze Schuld, mein ehemaliger Arbeitskollege. Der hat das immer gesagt. Und ich habe das dann angenommen. Dieses böse Wort. Oder ich muss mir was anderes angewöhnen, dann wird das ersetzt. Junge, Mann, Junge. Junge, Junge. Kehr. Kehr. Kehr ist mehr westfälischer, das passt. Kehr. Hör aber mal auf, wie hart da war. Mal ein bisschen joggen. Kalorien wieder ablaufen, die wir gerade zugenommen und zugeführt haben. Ja, ja, deiner ist ja schon, hallo. Du hast ja schon im Sitzen 90 gehabt. Ja, ja, noch nie. Du musst zum Arzt, du hast erhöhten. Da passt was nicht. Ja, der Stress auf der Arbeit. Den darfst du nicht an dich ranlassen, den Stress. Aber geht es jetzt nur noch bergrunter? Hattest du nicht noch irgendwie versprochen gehabt, dass es irgendwo hochgeht? Wollte ich gerade sagen, also. Was? Hast du deine Uhr gefunden? Nein. Ein Zahn, ein Zahn. Versteinerter Zahn, ja. Du bist auch ein versteinerter Zahn. Dino. Ja, Dino. Hier ist noch einer. Die Eckzähne sind hier auch noch. Oh, rechts ist wieder eine Hütte. Ja, jetzt sind wir wieder falsch. Eigentlich, ja, ein Parallel. Ja. Also. Wir müssen rüber ein bisschen rein, wenn wir wollen. Aber wenn wir hier jetzt gerade ausgehen, haben wir das auch. Dann passt es wieder. Hier ist kein Schlamm, hier ist gut. Ja. Genau. Hey, unser Jogger. So leicht wie eine Gazelle. Ich dachte, das wäre nur Guido. Ja, ja, du, gleich darf ich dich noch wegtragen. Das fehlt mir noch. Ja. Ja, deine Römer weiß ich auch nicht. Ausgestorben sind die, auf jeden Fall. Ja, das war ja bei dieser... Ich habe heute so viel Fischteich hier gesehen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, sieht das alles gleich aus. Das sieht alles gleich aus, glaube ich. Das sieht alles gleich aus, irgendwie. Guck mal mit dem Fahrrad. Lange Düse hier. Oi, oi, oi. Lebensgefährlich hier. Ja, dann wundert sich dann, wenn die Jungs dann
Ups, noch einer. Dankeschön. Bitte. Guck mal an, wo der seinen Ständer hat. Ja. Ein Kumpel von mir ist daran gestorben. Mit dem Motorrad raus, Seitenständer raus. Gestorben. Mit der 1000er Kava. Ja, gut. Das. Ja. Irgendwo hängen bleiben, keine Ahnung. Jetzt hat er es gemerkt. Ich hasse diese Leute, die Berge kaputt machen mit ihren Fahrrädern. Nachher gucke ich erstmal, wie das Wort ist. Ey, ob ich das noch wieder finde. Mountain Killer. Ja, so ähnlich. Mountain Destroyer. Und runter. Downhill Biker. Genau, Downhill Biker waren das. Okay. Das ist aber nicht unbedingt ein Schimpfwort, oder? Das ist aber nicht unbedingt ein Schimpfwort. Meine Brille. Ja, deine Brille ist in 8 Meter. Wo sind wir denn? Wir sind da hinten, sind wir hochgegangen, ne, oder? Oder wie? Da vorne muss ja irgendwo das Auto stehen. Siehst du? Ist mir. Da hinten muss ich das sagen. Ja. Ja, wir sind fast wieder da. Ja. Da hinten so. Wo? Ja, meine ich doch. Parallel. Hallo. Parallel hoch. Ach eben. Wie kannst du die Kinder hier? Natürlich, warum das denn nicht? Warum sollst du die denn? Hätte ich Angst. Wenn das meine wären, hätte ich Angst. Ach eben. Genau das ist das Problem. Du bist doch ein Helikopterpapa, ne? Ja. Den ganzen Tag nur um die Kinder rumrennen, damit dir nichts passiert. Alter, wo leben wir? Wo leben wir? Leben wir hier in Afrika? Ja, wird in Afrika? Wir sind fast in Afrika, weil die sind ja schon fast alle da. Hani, jetzt kommt der Rassist wieder durch hier. Ja? Gehen. Björn, bitte rauschen ein. Diese Diskussion, bitte rauschen ein. So, weiter geht's. Also, ich weiß nicht, was deine Eltern früher mit dir gemacht haben, keine Ahnung, aber wir waren früher nur unterwegs auf dem Lande, nur weg. Da kannst du Willi noch mal fragen. Ja? Der hat keinen Schwanz interessiert, wo du bist. Willi, der kommt heutzutage noch nicht mal von seinem Sofa runter. Weil der früher zu viel unterwegs war. Meinst du? Ja. War der früher denn schlank und rank? Sehr, 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 sehr. Ich kann dir Bilder zeigen. War er. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihm das heute nicht auch fehlt, aber der hat halt keinen Bock zu sowas. Das sind die Bäume auch scheiße, oder? Das sind Weiden. Die werden ganz lang normalerweise. Ja, hallo, wir haben Winter. Ach, du bist der Schlaumeier, komm. Ja, deswegen heiße ich ja auch Meier. Ja, da haben wir das Schlau fehlt. Ja, da musst du dich bei meinen Eltern beschweren. Die hätten mich als Vornamen halt Schlau nehmen sollen. Die Schlaumeier. Ja, haben sie sich aber nochmal auf Thomas geeinigt. Vielleicht durfte man das früher auch gar nicht. Nee, wir müssen noch weiter runter. Das ist da hinten. Ja. Da hinten ist das, siehst du, ja, da hinten. Genau. So haben wir 16 Kilometer, muss es noch ein bisschen. Ja, guck mal. Dann gehen wir jetzt rechts oder links? Ja. Ein bisschen, ja. Frage die Uhr. Die Uhr sagt? Rechts. Rechts. Ja, jetzt, links geht es wahrscheinlich nicht daher. Ja, ein bisschen da hinten noch. Ja, das stimmt. Oh, Mann. Nein, und noch. Jetzt kommt ja der Teil. Ohne also hier Wald. Ist der Malepatus-Weg. Ja, genau. Malepatus. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Ja, der Highlight dieses... Das Highlight. Oder das Highlight. Blaumeier. Das Highlight dieser Wanderung war... Die Gaststätte. Die Gaststätte. Malepatus, Gaststätte, Café, Restaurant. Yep. Alles andere war sehr mittelmäßig und bis mittelmäßig, würde ich sagen. Nicht normal laufen. Nein. Müssen wir nicht nochmal haben. Die Gaststätte war, kann man bestimmt gut essen. Ja. Naja, aber deswegen fährst du eigentlich wahrscheinlich nicht nochmal hin, ne? Kilometer, ja, ich weiß nicht. Ja. Guck mal beim Netz. Wir haben ja Fotos eingesetzt, dann gucken wir mal beim Netz, was die Leute so schreiben. Oder Speisekarte mal angucken. Ja. Konnte ich ja eben nicht, ne? Ja, war ja mehr, ist ja mehr so bayerisch, ne? Jo. Deftig.
Hatte ich in München, ja, war auch sehr lecker, ist aber ja sehr kalorienhaltig. Also nach so einem, ja, nach so einem Marsch ist das natürlich super. Was meinst du, was ich Dienstag oder Mittwoch in Regensburg kriege? Ja, Weile. Das ist genauso. Das ist, aber ist ja nicht schlecht. Ist ja nicht schlecht. Gut, Weißwurst ist jetzt nicht meins. Also ich bin eher so Eisbein, gegrillte Eisbein oder sowas. Schweinshaxe, nicht Schäufle, Eisbein. Schäufle, ein schönes Schäufle, so wie in Nürnberg. Auch ein Schäufle ist auch schön. Ach, lecker, lecker, lecker. Schönes Rehschäufle, ja. Mit. Ich liebe Knödel. Aber gut, das muss halt auch gute Knödel sein, ne? Ja, bayerische Knödel sind ja gut. Also. Dann nimmt wieder Rotkohl. Schön Rotkohl dabei. Oder wie heißt das? Blaukraut, sagen die, glaube ich, dazu, ne? Ja, Blaukraut. Wo da nichts dran blau ist. Nee, nicht wirklich, ne? Mehr richtig rot ist ja auch nicht. Ist ja mehr so, Ja. Nee. Oh, eigentlich so nach so einem Marsch kann man das eigentlich gut. Rinderrouladen. Ja, du kriegst deine Rinderrouladen. Junge, ich krieg gleich meine Rinderrouladen. Ja, deine Rinderrouladen. Wenn wir besucht werden, dann ist mal die Hose. Ja. Du brauchst erstmal eine neue Brille. Ich habe zu Hause natürlich noch welche. Aber nicht für die Stärke, sondern zum Daten. Ja, super. Ja, du brauchst eigentlich hier sowas wie ich, ne? Ich lasse mir jetzt eine fertig machen. Genau für 2,73 Meter. Die nehme ich zum Daten und zum Billardspiel. Und dann nehme ich noch eine für. 2,73 Meter ist aber schlecht für Billard. Nö, so weit bist du nicht davon weg. Der Tisch ist knapp 3 Meter. Ja. Ja, ein bisschen bäuste dich vor, das passt. Na denn. Ich spiele ja jetzt jeden Samstag, jeden Mittwoch. Ja. Ihr werdet irgendwann noch in die Profiliga aufsteigen. Genau, 50 Meter rechts. 50 Meter rechts? Ja. 15 Meter rechts, habe ich gesagt. 15, ja, dann. Naja. Dann gehen wir hier mal am Bahndamm lang. So. Pferdchen gibt es auch noch hier. Wir haben 150 Herzschläge pro Minute. Du bist bald tot. Das ist dauert nicht mehr lange. Ja, Daumen. Ich soll nicht mehr. Ich glaub, muss das Auto wechseln hier. Mehr so ein Leichenwagen, damit du hinten liegen kannst. Weiß, kannst du Schmack. Das auch, ja. Au, ach, im Arm. Ich weiß noch nicht mal, wo ich mich hinlegen soll. Ach, Mann. Weißt du schon, wo ich hinlege? Im Friedhof? Du, das ist mir scheißegal, weißt du das? Pass auf, hier ist direkt. Siehst du, das war, ist wieder typisch. Letzten 5 Meter. Komm, wir gehen jetzt die Schienen. Also ich bin. Oh, guck mal oben. Oh ja. Hier Münster, ne? Osnabrück Münster. Nehme ich an. Ja. Also richtig toll kann man die aber auch nicht lang. So. Ich weiß nicht, ob ihr die schon sehen könnt. Den Flieger. Ich kann ja jetzt den schlechten Gimbal hier. Müsste schon ausschalten, damit ich hochgucken kann. Aha. So. Ja, guck dir das mal an hier, auf Schienen. Bagger auf Schienen, das ist ja auch. Interessant, sagen wir mal. Highlight. Highlight heute, ja. Genau. Da musst du eigentlich ein Foto machen nachher. Als Highlight. Oh, ich bin gespannt, ob wir das Auto finden. Ich sehe ja schwarz. Ich sehe ja schwarz. Ja, bitte. Gar nicht da hinten hin. Genau. Bestimmt gehe ich dann hier in diese Stinkbude hier. Ist auch besetzt. Scheiße. Oh. Ja, ist besetzt. Ja. Doch, wir sind hier richtig. Completed. Ja, wir sind hier richtig. Hier vorne, Recording. Hier vorne steht das Auto. Wenn es so, es sei denn, wir haben schon abgeschleppt. Recording. Das wäre schlecht, das ist wahr. Nein, er steht noch da. Buttgehalt, guck. Sanitär. Staatlich anerkannter Erholungsort ist das hier, Lien. Guck mal einer an. Ja, so.
Aha. So, gucken wir. Heute sind die Spur doch relativ sauber geblieben. Stimmt. Relativ. So, jetzt machen wir mal aus hier. Das ist